Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu Ultimate Ninja Storm Drecks Game. Total beschissen und wieder mit ein paar Online-Fights. Heute mit dem Thema besser als besser. Im Sinne von, wo liegt die Grenze des, ich sage jetzt mal, am besten sein, weil ich meine, wenn man ein bisschen die Skill-Geschichte von Storm anschaut, es ist ja schon so. Ich muss jetzt endlich mal die E tauchen. Es ist ja schon so, dass man sagt, Storm 2, ja, was angreifen, tappen, R2, Ecke, da kommt deine Finger, Augen, die längste Zeit. Und das Problem, hab dort schon einen Anlauf mit Skill League spielen. Und zwar war der halt. Oh fuck, jetzt habe ich. Jetzt habe ich Glück gehabt. Ich habe es gerade falsch gewählt. Und zwar, gut, ich hätte es jetzt umgekehrt machen sollen, weil Madara hat die geilen Shuriken da. Und zwar war, ist es so, Storm 2, ja, konnte man mit diesem Doppel-X-Dash da, mit dem Luftsprint, da gab es ja noch kein Chakra-Luftdash, irgendwie, und dann Item fressen und dann, oh mein Gott, oh shit. Und dann noch auf Konoha, glaube ich. Ich habe überhaupt nicht, ich habe mich nicht geachtet, tut mir leid. Hat ein bisschen Skill gegeben, oder wenn man das konnte. Oh nein, doch nicht. Junge, ich kann auch Schuriken werfen. Also, das war jetzt wirklich. Nein! Ja, endlich. Nein, ich wollte irgendwie weg oder so. Und ja. Oh, Naruto kommt, Naruto kommt. Oh, instant! Alter, du kannst es. Oh. Jetzt muss ich wieder aufpassen, Leute. Weil immer bei solchen Situationen. Schon wieder. Ich bin irgendwie aus dem Storm 3-Feeling raus, weil ich merke gerade, ich hau nur noch auf die Tasten. Das müsst ihr jetzt wissen. Was war das? Nochmal passiert es. Oh. Danke. Ja, nein. Yes. Boah, voll die Faust in den Bauch. Ja. Dann kam Generations. Also in Storm 2 musste man online mit unfairen Gegnern, in Klammer gesetzt, sage ich jetzt mal, nicht probieren, skillhaft zu spielen, weil es ging nicht. Weil jeder gesappt hat und Ugi gemacht hat oder Team Ugi oder Jutsu gemacht hat. Kam dann halt immer ein bisschen drauf an, wie viel Chakra er hatte. Und ja, sowieso mit Nietzsche und so, das war übelst schlimm da. Dann kam Generations. Mehr oder weniger mit dem Sappen kam die Lösung. Dann kamen. Ich war auch mehr oder weniger, ich will jetzt hier nicht arrogant wirken, aber abgesehen von irgendwie Masato Reba und so, die sowieso schon im Griff hatten mit Storm. Und es gibt noch sonst noch ein paar auch. Oh, scheiße, nicht schon wieder den gleichen. Dann war es so mit den Trump-Cancels die Rede. Also, wo ich das konnte, kannten es fast keiner. Es gab sehr, sehr wenige, die das konnten. Und in Storm 3 dann ist es Gewohnheit geworden. Also, pff, wenn man das nicht kann, dann ist man eigentlich schon fast ein Noob. Weil es fast etwas vom. Ja, soll ich das sagen? Was hat überhaupt eine Statistik hier? Ach, habe ich schon geschaut. Oh nein, kann man nicht mehr sehen. Weil.
wenn man das nicht kann, dann heißt es eigentlich schon, ja, du musst noch üben. Oder du bist halt nicht so gut oder was weiß ich. Und ja, mit Storm 3, dann kam auch dieser Relay-Sprint hier. Und jetzt kommt für mich so langsam die Grenze oder ein Punkt, wo ich sagen muss, jetzt geht's nicht mehr besser. Es kann gar nicht mehr besser werden. Weil du musst dich immer vorstellen, was kommt jetzt noch? Abgesehen vom Jump-Cancel mit Item werfen und wieder andashen und ein bisschen so stylisch zu spielen mit Ugi-Cancel und so, muss man halt auch ein bisschen drauf haben. Dann bist du auch ein bisschen der King. Abgesehen von dem mal kann man nicht mehr besser werden. Außer aus Zufall gelingt einem ein paar Tricks oder so. Und das ist schon, also ich finde das schon ziemlich heftig. Weil früher wurden die Leute, wurde es noch geschaut, wegen gut spielen und so. Heute schaut man es meistens wegen dem, wie das die Leute kommentieren. Ich meine, wenn du kommentierst, oder wenn ich jetzt zum Beispiel sehr energiegeladen, blödes Wort, meine Fresse, oder also einfach ragen, das wollen die Leute ja auch sehen, mehr oder weniger, oder man kommentiert irgendwie jeden Scheißschritt, keine Ahnung, voll in so Aufregung und ja, jetzt wieder, so voll in Aufregung. Und irgendwie nie fast schnaufen und irgendwie voll die Spannung, wenn du da reinschaust und der kommentiert so heftig, dass du irgendwie denkst, so, oh, es passiert als nächstes und weißt du auch nicht, oder? Und je nachdem auf die Reaktion halt auch, wie man selbst reagiert, also wie der Kommentator reagiert. Ich finde, dass es zumindest heute so gemacht wird. Und ich nehme jetzt mal wieder mal eine Zweierverbindung, sonst komme ich heute nirgends mehr hin. Ja, weil es halt einfach nichts mehr anderes gibt. Also, oh mein, Puppenspieler. Ich meine, es werden Commentaries ja auch gemacht. Also denke ich zumindest mal. Und ja, halt zum Thema auch. Zum Thema. Wie ich jetzt. Also ich mache halt Live-Commentary jetzt, aber während den Wartezeiten muss ich mich nicht wirklich konzentrieren. Das ist eigentlich nicht so schwer. Und jetzt will ich mal wissen, wieso, wie ich so mit. Ah, komm, ich nehme wieder mal Hahn. Und nein. ich nehme zwei nervige Charaktere: Mr. Bubbles und Roshi. Genau, Roshi heißt der. Ja, genau. Ach du Scheiße, ich habe schon ein bisschen die Namen vergessen. Ah, ich wusste es. Tobi, wenn ich. Ohne Witz, Leute, wenn ich gegen jemanden spiele, der Tobi als Support hat, ich verliere immer. Jetzt ohne Witz, ich verliere echt immer. Jedes Mal, auch wenn der Gegner nicht so gut ist. Ich verliere einfach. Komm schon, komm schon. Alter, ich bin voll schlecht geworden, Leute, ohne Witz. Ja, das dachte ich mir das jetzt. Ja, Leute, und jetzt kommt die Wende. Seht ihr das? Da war jetzt so langsam. Fuck! Jawoll! Bam! Das, Junge. Ja, steh ins Minenfeld, du Wichser. Mann, das ist so ein Scheißfight! Fuck. Geht doch. Es war so klar, ohne Witz, Leute. Oh, wie ich einfach nichts auf die. Und ich sub schon wieder, ohne Witz. Wie ich nichts auf die Reihe krieg. Ja, komm schon.
Ja gut, ich habe jetzt ein... Ja gut, ein Support ist schon mal gestrichen. Was? Alter, nein! Nein! Ja! Oh, Alter, das war jetzt... Ach du meine Scheiße. Ja, probier's. Also ich kann auch behindert spielen. So Timogi-like und so. Ja, grab mich doch! Genau wie Tekken! Alter, das kann nicht sein! So. Oder ich hätte jetzt die Alt-Dude machen können. Was ist das? Ah, komm schon. Er subbt auf jeden Scheiß. Ja, ich habe jetzt schon wieder gecrabbt. Um ihn zu finishen. Ich hätte wahrscheinlich auch angreifen können, aber egal. Irgendwie auch fünfmal habe ich jetzt schon gecrabbt. Aber wenn ich zähle, wie viel mal er es versuchen wollte, ja, kommt das dann fast in Einklang. Ja. Ihr wisst schon, Leute, ich spiele es echt zu wenig. Aber, ja, ihr wisst ja warum. Selbst wenn ich im Training und so eigentlich noch voll dabei bin, ja, online funktioniert das halt nie so. Wobei ich jetzt auch sagen musste, dass das eher scheiße war, weil erstens, er hatte, wenn er keine Subs hatte, kamen die Supports. Und wenn er, das ist so ein Witz. Und Tobi, das, die Bomben bleiben einfach, das ist scheiße. Und ja, ich suche nochmal, vielleicht gibt es noch eine Dreierverbindung. Und wenn nicht, naja, dann spielen wir halt. Es waren jetzt halt mehr zwei Noobs. Würde ich jetzt mal sagen. Der hatte fast. Okay, ja, gut, darum hat es ja gut geklappt. Muette, der eine ist unten. Denn gegen den habe ich vorhin, glaube ich, gespielt. Und jetzt. 140.000, 4.000, 4. Ernsthaft? Ja, das war logisch, dass er quittet. Ja. Eure Kommentare unten in die Comments. Nein. Das möchte ich mal wissen, wie ihr das da seht. Also das finde ich noch witzig. Das ist mir letztes Mal durch den Kopf gegangen und dachte so, stimmt eigentlich. Wie nehmt ihr das so wahr? Oder habt ihr euch auch schon mal Gedanken gemacht? Und wenn nicht, ich sehe es schon. Neji und so. For the win. Ja, ich weiß. So ein Scheiß, ey. Wie dem auch sei. Jetzt nehme ich noch Masked Man ein. ich bin beinahe fertig. Ah, komm, ich nehme noch den. Sasuke Susanoo. Weil... asozial. Kann ich euch jetzt gerade sagen. Weil asozial. Es ist assi, was ich jetzt mache. Und dafür nehme ich keinen Angreifer, aber eigentlich ist das Shuriken von Jugo asozialer. Ohne Witz. Und ich kann noch den Team Dash, den Relay Sprint machen. Muss mir das Wort angewöhnen. Relay. Oh Mann. Naja. Teil des Endes. Epic. Vielleicht hat er jetzt noch Naruto. Was dann natürlich noch, wobei. Denkt zwar nicht. Eher Neji oder so. Neji mit Lee und. Ah, doch. Das ist okay. Shui, scheiß Support. Das andere, Luftsupport, ist auch behindert. Ja, dafür habe ich Karin halt. Naja, wie dem auch sei. Mal schauen, was es wird. Okay, Jugo, zeig, was du kannst. Ja, es spammt! Ja. Oh, er hat EMS. Oh, jetzt muss er wieder Chakra laden, dass er wieder spammen kann. Oh, Jugo, das Tier, Alter! Schön sieht das mal an! Alter! Meine Fresse! Also, wieso konnte ich jetzt nichts machen? So. So, und jetzt hier schön auf die Subs warten.
Ja, Mann. Es laggt. Seht euch das mal an. Seht euch an. Nein! Fuck! Alter! Nein! Alter! Ich dachte schon, mein Spiel. Ich wollte es haben, Alter! Dead Leg! Scheiße! Alter, ohne Witz, es kann nicht sein. Oder so? Ich habe jetzt ein bisschen Angst, weil mir ja vorher schon der Shieldbreak passiert ist. Schön. Das nenne ich mal Team. Da kann er jetzt gar nichts machen, weil der Tilt zu schnell ist. Sehr schön. Das wollte ich doch einfach mal gemacht haben. Shui muss wieder dran glauben. Und ich bekomme dir fast nichts und es tut mir irgendwie leid. Alter, wieso konnte ich das nicht machen? Hurensohn! Ja, ich gewinne durch Time-Up. Leute, ich glaube, das hatte ich doch nie. Oh, so geil. Es war super. Das ist lustig. Minuskind. Alter, da sollte ich den Opferkind. Du bist so behindert. Wenn, dann hätte wenigstens... Oh mein Gott. Aber ohne Witz, ey. Ich habe wirklich das Gefühl, dass die Map hat irgendwie vorher... Okay, no, ich will es nicht sagen. Ich wollte es nämlich gerade sagen, die Map hat irgendwie vorher nie gelaggt. Aber ich glaube, das kann ich vergessen, weil es hat sowieso schon immer alles geleckt. Nein, Leute, ohne Witz, ich muss jedoch sagen, irgendwie, ich komme gar nicht mehr zur Konzentration, weil immer alles so leckt. Die Leute spielen nur noch mit Blocker. Für alle die, wenn ich mal gegen One Support spiele, dann geht's. Dann geht's wirklich. Aber sonst, ne, kannst du vergessen. Der Part ist schon wieder übelst lange gegangen, ohne Witz. Ja, Leute, das war's. Bitte beantworte mir die Frage eben besser als besser. Und ja, bis zum nächsten Mal, euer Impact Rider. Tschüss zusammen.